Ja, aber noch Ja. ein schönes mit diesem hinten Schubsen. Das ist ein schöner Witz, der macht es eigentlich sehr deutlich, wie möglicherweise es so alles sein Genau. könnte. Da gibt es ja, die Titanic geht unter, also totale Katastrophe. Alles ist am Schreien und boah, ist das, oh, alles leid und wir gehen und sterben und Ding. Dann geht der eine zum Schiffspfarrer und sagt, du hast doch gute Kontakte zum Chef. Geh mal in dich und sprech mal mit ihm, aber nicht was machen kann. Hier, so viel Leid hier, alles Mord und Ding und Kinder sterben und Ding. Sie kennen auch schon. Dann geht er in sich, der Pfarrer. Ich auf, ja. Und was hat er gesagt? Macht er was? Ich fürchte, er hat keine Zeit. Er spielt gerade Schiffe versenken. Aber das ist wirklich ein schönes Bild. Da ist der Shiva im Hintergrund und macht gerade mal wieder seine Burg kaputt. Oder macht sein Schiff, das er gerade aufgebastelt hat, seine Flaschenpost, pfitt, schmeißt er gerade mal und puff, wie nix. Als wenn nix passiert. Da ist vorne ist da totale Katastrophe und Leid und Ding und bralala und Riff und da hinten, bam. Also das, was er konstruiert hat, reißt auch genauso mit Freude wieder ab. Mit Freude baut er auf, mit Freude reißt er ab. Ja, und weiß von nichts. Und baut dabei nichts auf und reißt dabei nichts ab. Und trotzdem baut er auf und baut ab. Aber er weiß nicht, was er aufbaut und was er abreißt. Herrlich. Wer reißt ab? Bitte? Wer reißt ab? Zigeuner meistens. Was? Das war schnell.